Das kostet 4. Das 2. Nee, Anti-Stress ist mir im Moment lieber. Okay, und dann haben wir noch 3 Punkte übrig. Könnten von jemandem noch den Stress lindern. Okay, das war's. Und nicht überfallen. Sehr nett. Wo ist mein Schlüssel? Da. Zack. Ja, das frage ich mich auch gerade. So. Dann weiter. Wir haben einen Plan und den werden wir auch verfolgen. A Blazing Star is born. Ja, ich bin der Blazing Star und ihr seid nicht geboren. Hm. So schick. Das ist auch schön. Alle Mann rauf da. Das Vieh muss fallen. Bitte, jetzt einen kritischen Hit. Ja! Meine Gebete sind in Erfüllung gegangen. Gut gemacht. Dann einmal Stun und alle Mann rauf. Ja. So. Gefällt mir. Und das müsste es gewesen sein. Ja! Gott, sind wir gut. Unforgiving. In Radiance may we find victory. Hier ist nichts und wir dürfen erkunden und haben den Schatzraum gefunden. Oh, geil. Wie passend. Ich habe sowieso nur noch einen Schlüssel. Aber was jetzt machen? Oh Gott. So. Wertvolle Schätze. Oh Gott, was schmeiße ich weg? Ich meine, das sind ja auch schon 1500 Gold. Wenn wir davon noch einen finden, dann haben wir 4 aufgestackt. Das müsste funktionieren. Ich schmeiße jetzt die Porträts weg. Kann ich eintauschen, das ist nicht schlimm. So, und dann noch? Das Essen ist mir zu wichtig. Das brauchen wir noch. Die Schaufeln wahrscheinlich auch. Zumal wir ja 100% der Raumkämpfe abschließen sollen. Das heißt, wir sollen ja nicht 3 Räume auslassen. Das geht ja nicht. Oh nein, ich will den nicht da lassen. Ich meine, es ist mehr wert als das Gold, her damit. Und wir gehen weiter. Das dürft ihr einmal entschärfen. Und dann rein zum nächsten Schatz. Einer nach dem anderen hier, das ist der Wahnsinn. Ich will eine größere Tasche. Warum hat die Antiquitätenfrau keine Tasche? Die hätte ich sonst immer mitgenommen. Weg mit der Sau. Meine Waschmaschine rotiert hier. In Circle. Okay, noch 3. Das tut weh. Aber wenigstens ist der andere vorne. Noch ein Schnitt hinterher. Das Schöne ist, dass er ganz, ganz viele Lebenspunkte hat. Insgesamt 65. Das dauert lange, bis der stirbt. Dafür macht er auch nicht ganz so viel Schaden wie ein Lepper. Er ist eben behäbiger, sagen wir es so. Gott, ich muss mich gleich wieder entstressen. No! Weg mit ihm. Okay, Blutungsschaden ist zu stark, als dass ich das durchgehen lassen möchte. Ich muss sagen, wir sind ziemlich anfällig gegen Blutungsschaden. Kann das sein? Sehr schön. Der hält noch eine Weile durch und immer noch nicht. Ach, Dreck. Kugel und Kette noch hinterher. Schön widersetzt. Perfekt. Und
Ruf da! Ruf da, ruf da, ruf da, da! Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sowieso keinen Schlüssel mehr. Das heißt, die Truhe können wir im Moment gar nicht öffnen. Und selbst wenn, dann holen wir uns nur irgendwelche hässlichen Wunden. Ah, und Büsten können wir auch gebrauchen. Aber ist es mir das wert, dafür 1500 Gold wegzuschmeißen? Womöglich noch 2500? Rubine könnten wir auch mehr kriegen. Nee. Komm, weiter. Wir sollen die Raumkämpfe abschließen. Hier sind schon mal zwei, drei. Vielleicht sind da auch noch welche. Mal gucken. Jetzt kommen erstmal zwei Kämpfe. Hintereinander. Hallo. Habt ihr einen Schlüssel dabei? Ich habe da hinten eine Truhe. Die würde ich gerne aufmachen. So ist es mir lieber. Schön widersetzt. Perfekt. Weg mit euch. Ich mag den Skill. Der ist cool. Blutungsschaden. Blutung mag ich nicht, deswegen heilen wir euch wieder hoch. Und hauen mit Karacho auf das Schwein. Gleich wieder entstresst. Ein Glück. Wir haben noch ziemlich viele Kämpfe vor uns. Also mindestens drei oder vier? Fünf. Ah ne, eins, zwei, drei, vier. Vier. Fünf. Ne, ist doch richtig, klar. Gut gemacht. Manchmal sind Kleris ja doch zu etwas zu gebrauchen. Vier Schaden die Runde. Das ist echt böse. Auch noch ausgewichen. Das gibt's ja wohl nicht. Gut, du kümmerst dich bitte um den hinten stehenden. Dann ist der schon mal weg. Du wechselst kurz die Position, damit du nochmal heilen kannst. Sehr gut. Und das war's. Ah, wir stellen uns manchmal gar nicht so doof an. So, jetzt hat er das benutzt. Das war gegen Schwächung. Ah, das machen die Kräuter. Goodie. Aber was jetzt mit dem Rest tun? Ich habe echt ein Problem. Ein ganz großes Problem. Ach, du ahnst es nicht. Rasten will ich auf jeden Fall nochmal. Ich behalte das Lagerfeuer, ich behalte auch das Essen. Wir sind bei weitem noch nicht durch. Obwohl, warte mal. Okay, weiter. Nur wenn wir den Dungeon abschließen, dann bekommen wir auch... Oh, jede Menge Zeug. Eine Karte. Ziehen wir weiter? Nein, ich will erstmal gucken, was wir so freischalten. Da ist aber richtig viel jetzt freigeschaltet worden. Mann. Jetzt können wir demnächst die Fackel wegschmeißen. Da haben wir wenigstens schon mal ein bisschen was. Um weiterzukommen. Weg mit dem großen Vieh. Das versperrt uns den Weg auf die anderen. Schwindel. Willst du mich etwa anschwindeln? Alle wieder hochgeheilt. Top. Und jetzt haut das Vieh um. Verschlingende Tentakel. Ein bisschen Schwächung. Minus 5% Crit. Das ist nicht schlimm. Solange wir das Vieh wirklich in der nächsten Runde fertig machen, soll es mir recht sein. Dankeschön. Und sein Stress ist wieder einigermaßen runtergegangen. Gute. Hau mal mit drauf. Sehr schön. Der Mancha ist nicht mehr dran. Jetzt nur noch das Schwein und dann haben wir's. Ah.
Ach, so liebe ich das doch. They can be beaten. Ja, ja. Wie viele Räume sind das noch? 1, 2, 3, 4, 5. Ich mache jetzt Folgendes. So. Einfach nur, weil ich die Fackeln sowieso nicht mehr brauche. Wir können noch einmal rasten. Wir werden jetzt im nächsten Raum rasten. Und dann ist das gut. Ja, überrascht. Perfekt. Dann nichts wie Rauch. Solange wir noch die Gelegenheit dazu haben. Sehr schön. Du auch nochmal auf den. Jetzt dürfen sie alle einmal spielen. Und danach sind wir die Geilsten. Ja, spielt euch mal aus. Tobt euch aus. Habt ihr eure Toba-Hosen angezogen? Kennt ihr das auch noch von früher? Die Toba-Hosen? Wir hatten auch immer Toba-Hosen. Da durften wir dann machen, was wir wollten. Konnten auch dreckig werden. Sehr schön. Oh, draußen rumort das. Also ich sag euch, hier geht immer was ab. As victories mount, so too will resistance. Ich glaube langsam, die Schaufeln brauchen wir wirklich nicht mehr. Na, obwohl für da. Und keiner weiß, ob da noch ein Kampfraum kommt. Es ist doch zum Heulen. So, im nächsten Raum werden wir dann rasten. Dann haben wir auch noch genügend Fackeln für den Rest. Und wieder einen Platz frei. Ja, gehen wir auf beide. Sehr schön. Erstmal muss das Vieh weg. Das schwächt uns zu sehr. Ah, minus 40% Schaden für 3 Runden. Das ist echt böse. Speer des Schweins. Oh, Ravens ist durchgedreht. Er ist verzweifelt, das kann ich verstehen. Aber mein Gott, es ist ja nicht mehr viel. Guck mal, wir haben dich schon wieder hochgeheilt. Hastiger Rückzug. Jetzt ist er wieder hinten, wir können weitermachen. Monstrous size has no intrinsic merit, unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Passen. Na toll. Ihr seid so klasse, ey. Eine Konstellation zum Heulen. Ach. Ja, man merkt, dass du keinen Schaden mehr fährst. Oh, falscher Skill. Zermalmende Rückhand. Ausgewichen. Immer rauf da! Zermalmende Rückhand. Meinetwegen, pass andauernd, das soll mir egal sein. Jetzt habe ich mein Mikrofon runtergeschmissen. Ich habe noch ein zweites übrigens. Für die Infovideos benutze ich jetzt ein neues. Das nicht besonders doll ist, aber man hört mich. Das ist schon mal wichtig. Guck, und da haben wir nämlich schon den vierten. Das sind jetzt auch 2000 Gold. Hätte ich die weggeschmissen, hätte ich mich geärgert. Auf in die Nacht, oder? Ja, wir haben noch zwei Kämpfe vor uns. Vielleicht drei oder vier. Mal gucken. Das ist in Ordnung. A moment of respite. A chance to steel oneself against the coming horrors. So, den können wir nicht entstressen, der dreht mir gleich durch. Dann einmal den Schaden erhöhen. Du auch bei ihm, die Prezi. Galgenhumor. Nö. Nehmen wir noch den Stress von ihm runter. Und dann reicht das auch. Gut, wir wurden nicht überfallen, wir dürfen weitermachen und finden eine komische Haut, aufgespannt an einem Bettlaken. Ne, andersrum, es ist ein Bettlaken.
Ein Hautbettlaken. Hm. Hm. Aber wenigstens kein Stress, das ist okay. Klasse gemacht. So viel Blut. Einmal gestunt für die nächste Runde, damit wir jetzt in Ruhe drauf damagen können. Sehr schön. Nächste Runde. Enttäubt. Einmal 12. Du gehst jetzt auch... Nee, heil ihn mal. Er will keine Heilung? Na gut, dann töte ihn. Oh, jetzt weiß ich, was draußen rumort hat. Es blitzt und donnert. Sehr schön, wieder betäubt. Ruf da. Und das war's. So, und ich gehe jetzt erstmal Fenster zu machen. Bin gleich wieder da. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. So, da ist er wieder. Muss ja nicht sein, dass der Blitz hier einschlägt, während ich am Aufnehmen bin. Ach, nee. Ich meine, dann hätte ich endlich mal einen heißen Hintern, wa? Natürlich. Geht immer auf Ravens. Der kann das ab. Das. Die machen das mit purer Absicht. Glaub mir, die sind so programmiert. Mann, 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 doch. Okay, der Cleri auch noch gestunt. Das ist richtig schlecht. Heil Ravens, Mark. Geht nicht anders. Ich will ihn noch behalten. Okay, jetzt haben sie sich Brastos ausgesucht. Der war im letzten Part ja einer der... Oder im vorletzten Part. Einer derjenigen, der die ganze Zeit massakriert wurde. Noch ist er nicht tot. Er ist auch nicht tot zu kriegen. Hört auf damit. Ich... hasse es. Warum? Warum? Dreck, verdammter. Wir haben noch einen Kampf vor uns, ne? Ja, mindestens einen. Sehr schön ausgewichen. Auf da. Reicht noch nicht. Aber jetzt. Nee, immer noch nicht. Oh, das Gewitter ist direkt über mir. Jetzt hat es geblitzt und gleich gedonnert. Das ist nicht gut. Ich hoffe, ich bin nachher noch da. Ich sollte zwischenzeitlich die Aufnahme mal beenden. Einfach nur, um sicherzustellen, dass es gespeichert bleibt. A trifling victory, but a victory nonetheless. Ach, na also. Wir haben es geschafft. Gut, gehen wir raus. Their squeals fade. Their confidence is shaken. Tja, das hoffe ich auch. Wir haben insgesamt um die 25.000 Gold gemacht, plus 6 Porträts, die wir sowieso noch durch die Quest kriegen, haben eine wunderschöne geweihte Schriftrolle, die 33% Heilfähigkeiten und minus 10 Stressschaden gibt. Und ganz, ganz viele Crests, also Wappen noch dazu. 6 Urkunden, 3 Porträts, insgesamt 9 und 36 Wappen. Einer ist tot. Das muss ich jetzt einfach mal durch. Und ich sag schon mal danke fürs Ansehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis gleich.